Tut mir leid, das für die Verzögerung. Also dieser Vortrag geht um die Möglichkeiten von sehr, sehr kleinen Open Source Energieproduktion. Es geht um, es ist sehr effizient und das Leben ist zu kurz für tolle Slides, für tolle Folien. Dieser Vortrag geht um, wir sind ziemlich im Arsch, der globale Kontext, warum wir Menschen die einzige Lösung sind, was es bedeutet, persönliche Sicherheit zu bekommen in allen in jeder Hinsicht. Eine sehr, sehr kurze Geschichte von Autobenzin, die Geschichten von Brasilien und Bougainville über Energie, warum wir das brauchen, wie das funktioniert, alte alternative Energien, und es gibt einen Plan und wie wir die Autos modifizieren. So, wir haben ein großes Problem, wir sind im Arsch. Wir sind längst über den Peak Oil hinaus, das Anfang der 70er geschehen ist. Firmen benutzen immer zerstörerische Methoden, um fossile Energien aus der Erde extrahieren und die Umwelt direkt um sie herum zerstören, zum Beispiel Fracking und Teersande und so weiter. Und das, um eben Transport und andere fossile Sachen zu schaffen. Wir sind längst über 350 ppm CO2 in der Atmosphäre sind. Das war der sichere Punkt, der gesetzt wird. Wir sind längst darüber hinaus und wir sind längst in unklaren Gewässern. Der Klimawandel ist da. In meiner Heimat habe ich sehr viel Beweise dafür gesehen. Im New South Wales haben die Ausgaben für Katastrophenschutz sich verdreifacht in den letzten 3-6 Jahren. Verdreifacht. Wir haben 95 Millionen dafür im Budget gehabt und 375 Millionen ausgegeben. Im April 2015 haben wir das gesamte Jahresbudget für Katastrophenschutz ausgegeben, wegen einem einzigen Sturm in Sydney. In Victoria, dem Staat, aus dem ich komme, gibt es eine Dürre seit 15 Jahren, und es gibt eine Generation von Kindern, die die ganzen Brunnen, die es in Melbourne gibt, nicht ein einziges Mal gesehen haben. Und nach dieser 15-jährigen Dürre gab es es gab den ersten riesen Regensturm, und es war die erste, es gab zweimal in 200 solche Fluten, die man eigentlich nur in 200 Jahren hat. Und ich denke, dass das ungefähr die Sache ist, die wir überall sehen werden. Ich denke, der Klimawandel ist real, und ich lebe jetzt in Costa Rica, und es gibt die erste Dürre, die jemals hier aufgezeichnet wurde, in Bonacasta, und eine Provinz von Costa Rica, und ich denke, dass wir große Probleme haben. Warum sind wir die einzige Lösung dafür? Weil die Regierung und die Industrien rund um die Welt versagt haben. Der Klimawandel ist ein globales Phänomen. Es interessiert sich nicht für nationale Grenzen, und alle Regierungen müssten dagegen, um da gemeinsam zu handeln, müssen sie eben gemeinsam handeln, und so wie ich das sehen kann, gibt es da nicht viele Möglichkeiten und auch keinen Wunsch, das zu tun.
So, das heißt, wir sehen dem sechsten Extinction Level Event, also der sechsten Massenaussterben bevor. Es gab letztens eine Klimawandelforscherin, die vor der Kamera zusammengebrochen ist, weint, weil sie der Meinung ist, dass es schon zu spät ist. Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist. Ich glaube aber, dass die Situation kritisch ist und wir Dinge tun müssen. Ich möchte etwas tun und das ist, warum ich mir Sachen mir angeschaut habe, wo meine Interessen liegen und meine Fähigkeiten sind, und ich komme deswegen mit diesem Vorschlag, um etwas zu tun. Wir, die Leute, müssen die Sachen in unsere eigene Hand nehmen, und wir könnten die letzte Hoffnung der Menschheit sein. Ich nehme mal kurz einen Tangent. Ich nehme mal einen kurzen Umweg und rede ein bisschen über die persönliche Sicherheit in allen Sachen. Ich bin da sehr interessiert, und ich würde sehr gern die Leute sehen, wie die Leute in der Welt sich weniger auf Regierung oder Unternehmen verlassen und selber Sachen bauen. Also Essen zum Beispiel, selber bauen und Permakultur und Wasserunabhängigkeit, das heißt sammeln, filtern, speichern und wieder benutzen. Unterkünfte, sehr simple, lokale, ungiftige Unterkünfte. Es gibt alternative Energien, Transport und Sprit, ökonomische Unabhängigkeit, also Peer-to-Peer, Kryptographie, lokale Währung und so weiter. Und um die Leute zu umgehen, die uns mit der globalen Wirtschaftskrise verarscht haben. Und die letzte Sache ist die Heilung und Wohlergehen. Lass uns ein bisschen über Transport und Sprit reden. Die kurze Geschichte von Treibstoffen, Autotreibstoffen. Die ersten Autos haben mit allen möglichen Treibstoffen gelaufen. Auf Dampf, Bioethanol, Vegetables, Scheiße, Gemüse, also Pflanzenöle, Elektrizität und sogar eben klassische fossile Brennstoffe. Ja, es gab am Anfang tatsächlich elektrische Autos. Wir denken über Tesla, dass es ganz neu war, aber das ist nicht wirklich. Und Autos damals haben auch normalen Sprit benutzt. 1908, der Model T Ford war ein Auto, das für unterschiedliche Treibstoffe benutzen konnte. Es war eigentlich für Bioethanol gebaut, und es konnte aber auch auf Benzin benutzen, aber es war auf eigentlich optimiert für Biotreibstoff. Und Henry Ford hatte eine Vision, dass er gesagt hat, er hätte gehofft, dass Bauern auf einen von den 25 Acres Kartoffeln benutzt werden könnte, die so ein üblicher Bauer hat, und könnte natürlich auch das Ganze diese eine Acre könnte halt damit benutzt werden, um die Autos für den Rest der Farm benutzen, um den ganzen Rest abzubauen. Rudolf Diesel hat Autos oder Motoren für Lebensmittel, also Pflanzenöl gemacht. Paar Geschichten hat eine Entscheidung getroffen, dass die Möglichkeit gibt, dass Brasilien ein 100% Bioethanol für Land werden könnte. Sie benutzen Zuckerrohr. Es gibt
dafür und Debatten dafür und dagegen. Die Frage ist halt, ob das Land besser für andere Sachen benutzt werden sollte oder nicht. Aber tatsächlich ist es halt auch so, dass sie es machen. Alle Autos, die in Brasilien verkauft sind, müssen mit unterschiedlichen Treibstoffen klarkommen und alle Bürger haben die Möglichkeit, an jeder Tankstelle auch zu entscheiden, was sie kaufen wollen. Und es gibt natürlich überall Benzin, aber jeder Bürger hat die Wahl. Wenn einfach die Katastrophe da ist, wenn die Benzin nicht mehr da ist oder nicht mehr benutzt werden kann, wird Brasilien das einzige Land der Welt sein, das bereit ist dafür und mit der Situation umgehen kann. Eine andere interessante Sache ist die Insel Bougainville im Pazifik. Die hatten einen Kampf um ihre Unabhängigkeit von Neuguinea und weil es nicht wirklich Grund gab, dass sie ein Teil von Neuguinea sein können. Und sie waren weder vom Volk her oder von der Kultur her so. Und Bougainville wurde Neuguinea einfach nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Und sie haben da für die Unabhängigkeit gekämpft. Und als Teil dieses Kampfes wurden sie blockiert von Australien und von der Marine blockiert und von der Regierung und mit der Hilfe von Australien. Und das heißt, sie haben nichts bekommen, also keine Rohstoffe. Also haben sie ihre eigenen gemacht und sie haben die mit Kokosnüssen gemacht und haben ihre Kokosnüsse benutzt und mit sehr einfachem Equipment haben eine Trommel genommen, sind da auf und ab gesprungen, bis es flüssig wurde, haben das dann irgendwie rausgezogen und haben das dann mit einem anderen Prozess weiterverarbeitet und so konnten sie ihr eigenes Biodiesel brauen und ihre Autos am Laufen zu halten und ihre Revolution am Laufen zu halten. Und so haben sie dann ihre autonome Regierung bekommen. Alternative Treibstoffe, ja. Nee. Warum? Biokraftstoffe sind erneuerbar. Ich bin nicht daran interessiert, Riesenmengen Biomasse anzubauen, um Treibstoff zu machen, weil an vielen Orten haben wir das schon, diese Biomasse, und es wird halt weggeschmissen. Und kann altes Pflanzenöl sein, das in Restaurants benutzt wird, das kann man benutzen. Können Biodiesel verlangen in Costa Rica. Wir haben eine riesige Menge Biomasse. Zum Beispiel kommt das aus der Lebensmittelproduktion, die Übrigbleibsel. Und das ist ein Problem, was man damit machen soll. Wir könnten das eben in Bioethanol umwandeln. Es ist CO2-neutral zu produzieren, viel sauberer, wenn man es verbrennt. Es ist eben viel sauberer, wenn man es dann noch in Benzin oder Diesel reinmischt. Wenn man da 10 oder 20% reinmischt, dann ist das Verbrennungsergebnis viel sauberer. Es gibt halt weniger Einfluss auf die Umwelt. Es gibt weniger Umweltverschmutzung und es ist viel deutlicher biologisch abbaubar. Und viele Länder haben unendlich viel Bioabfall. Und es ist viel einfacher billiger zu produzieren. Und ich bin, was ist ein Revhead? Ich weiß nicht, was ein Revhead ist, aber er ist halt der Meinung, dass er keinen Prius braucht. Er möchte ein richtiges Auto fahren und keinen blöden Prius. Er ist ein Testosteron gesteuerter Mensch.
Die Frage ist halt, ob man verbrauchtes oder gebrauchtes Pflanzenöl nimmt oder direkt dafür produziertes. Das Prozessieren ist halt ziemlich einfach dafür. Das Problem ist, dass man das nur in Diesel Motoren verwenden kann, das wird mechanisch modifiziert, muss mechanisch modifiziert werden, das Leben, die Lebensspanne der Motoren ist fragwürdig und es gibt sehr viel weniger Probleme, sehr viel mehr Probleme, was die maximale Reichweite und Performance angeht. Man kann das natürlich zusammenmischen, ohne das Auto zu modifizieren. Ich denke, das ist deutlich weniger als ideal. Und nur weil man seinen Motor dafür riskiert. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einen Doppeltank und man hat ja immer den ganz normalen Dieseltank und dann noch einen Extratank. Und wenn man mit Diesel fertig ist, wenn der Motor warm ist, dann springt man um auf das Pflanzenöl. Das muss man tun, damit man das Pflanzenöl warm kriegt, um es viskos genug zu kriegen, um ins Auto zu kriegen. Das größere Problem ist, wenn man anhalten will, muss man ein paar Kilometer früher das umschalten, damit das System wieder ausgespült wird. Man braucht, wenn man einen einzelnen Tank hat, dann muss man das Öl halt vorher anheizen und ja. Der Prozess ist ziemlich einfach. Man filtert sein benutztes, gebrauchtes Öl und hat dann richtiges Öl. Und dann braucht man Pumpe Biodiesel. Die Pros sind, dass man mehr davon rauskriegt als klassisches Diesel. Es reinigt die Auto, den Motor. Es hat viel mehr Lösungsmittel. Die Fahrzeugmodifizierung ist viel minimaler. Es sollte für ältere Fahrzeuge gar keine Modifizierung geben und es kann auch gemischt werden. Ich benutze es einfach so. Die Kontras die Kontras sind halt, dass der Motor sehr, sehr stark gereinigt wird und dann muss man die Filter ein paar Mal rausnehmen. Und das ist auch immer wichtig, dass man noch einen extra Filter nimmt und man kann keine Gummischläuche benutzt. Ja. Für mich gibt es keinen Grund, Biodiesel produzieren, außer den höchsten Standard zu haben. Das sind die Standards, die es da draußen gibt, also ASTM D651, DIN 51606 in Deutschland und EN 14214 in Deutschland. Es gibt unterschiedliche Standards, aber die sind ungefähr äquivalent. Es gibt da so ein paar Unterschiede, aber für unsere Zwecke können wir auch genau diese Standards benutzen. Das ist, wenn wir diese Standards erreichen, sind wir zufrieden. Die Theorie ist dahinter, dass wenn du diesen Standard erreichst, dann sollte der Diesel in jedem Dieselmotor laufen. Das war die Idee dahinter und es gab auch eine Zeit, als es wahr war. Ich bin nicht so ganz sicher, dass es heute wahr ist. Die älteren Motoren sind toleranter als die neueren. Mein Truck ist industrielle Motoren sind, Generatoren sind viel toleranter. Diese Generatoren hier auf dem Camp sind, da gibt es überhaupt keinen Grund, warum die nicht auch mit Biodiesel laufen sollten. Mein Truck ist von 91 mit einem Motor von 95 und es ist total okay.
Die richtig modernen Common Rail Direct in Einspritzung Diesel benutzen sehr, sehr hohe Drücke, also 30.000 PSI ist nicht ungewöhnlich, und ich glaube, dass sie was finden, dass sie rausfinden, dass sie nicht auf normalem Biodiesel laufen können, ohne eben Einspritzprobleme zu bekommen. Aber ich glaube auch, dass diese Leute sich das in 50-50 mischen können und das funktioniert. Ich habe kein modernes Auto, das damit zu testen, aber sonst würde ich das, aber ja, wir brauchen mehr Leute, die das testen. Ja. Die Leute müssen es veröffentlichen, auch die Leute. Wir nehmen Biodiesel, wir nehmen gebrauchtes oder direkt produziertes Pflanzenöl, wir filtrieren das 600 bis 400, 200, 100 Mikron Filter, dann erwärmen wir das und tun es durch dann 5 Mikron filtern und dann wir das in den Reaktor. Und dann verwandeln wir das Pflanzenöl in Biodiesel. Wir sorgen dafür, dass diese Reaktion funktioniert mit einem Katalysator, mit Methanol und Methanol und Natriumhydroxid und das splittet das Öl in Glycerol und Bioethanol. Glycerol kann benutzt werden, um Seife zu machen. Es kann benutzt werden, um eine andere Art Treibstoff benutzen. Weniger guten Treibstoff zu machen. Kann für alle möglichen anderen Sachen benutzt werden. Zum Beispiel Glycerol kann Glycerin verwenden, dann kann man Nitrat reintun, dann kommt Nitroglycerin dazu, dann macht Gel dazu und dann kommt da Dynamit raus. Lass uns hoffen, dass wir da keine, das nicht für die Revolution brauchen. Und wenn wir diese Reaktion hatten, dann haben wir dieses Öl eben in diese Teile aufgespalten und dann nehmen wir das Biodiesel und tun das durch eine Vorwäsche und dann tun wir das durch eine Wäsche und dann tun wir es noch durch mal eine Wäsche und dann haben wir Standard Biodiesel spezifiziertes und dann geht es nur noch darum, das zu speichern und zu pumpen. Man muss sein gebrauchtes Pflanzenöl testen, bevor man es startet. Es gibt visuelle und Filtertests. Wenn die scheitern, dann bringt es nichts. Dann muss man eine andere Quelle benutzen. Es muss halbwegs gute Qualität sein. Und sonst kämpft man umsonst. Erhitzt und benutzt, zu Tode benutzt wurde, dann hilft es halt auch nicht mit dem Biodiesel. Man macht einen Titrationstest. Das gibt das Potenzial für die Reaktion im Reaktor. Muss spezifizierend sein. Man braucht eine 98% oder besser Reaktion in Glycerol und Biodiesel. Mein Titrationstest nach der Reaktion, das zeigt den Erfolg der Reaktion. Und am Ende des Prozesses macht man ein bisschen Qualitätstest, also dass man weiß, dass wie weit man weg vom Standard ist. Um es besser zu testen im Labor, muss man da irgendwie $1.000 ausgehen. Es gibt ein paar grundsätzliche Tests, dass dir einen guten Hinweis gibt, ob man den Standard erreicht. Habe ich da aufgeschrieben. Bioethanol. Die Pros sind, es läuft auf viel kälteren Temperaturen. Es gibt tatsächlich Vorteile mit hochperformanten Autos. Ich habe von jemandem gehört, dass jemand ein Königsegg-Superauto hat und das auf Ethanol fährt.
und weil die Leistung einfach besser ist. Und es hat Charakteristen Anti-Klopf, ich weiß nicht genau. Es gibt Probleme mit, gibt es bessere. Das Problem ist, dass die Kilometer pro Liter schlechter sind. Der Fermentationsprozess produziert CO2. Die Frage ist halt, ob das abgerechnet werden kann. Die Gummischläuche machen wieder Korruption. Ich habe nicht so eine Erfahrung mit Bioethanol. Ich habe einen engen Freund in Costa Rica, der ein Spezialist ist in Bioethanol. Ich zeige euch seine Firma später. Und das beinhaltet Vermahlen, das Kochen, das Flüssigmachen, das Fermentieren mit Hefe und Enzymen, Zuckern. Wenn es kein besonders zuckeriger Stoff ist, dann braucht man muss man Zucker hinzufügen. Und dann destilliert man das, macht man durch diesen Sieb und dann, wenn man es kommerziell macht, dann hat man den Notarierer. Der eigentliche Grund ist, dass man das dass man das trinken könnte, weil es Alkohol ist, und dann speichert man und pumpt das. Biomethanol möchte ich darüber springen. Es gibt viele Kontras gegen Biomethanol. Über den gesamten Lebenszyklus von Biomethanol produziert man mehr CO2 als Benzin. Aber es gibt andere Studien, die sagen, dass das noch mehr CO2 rauslässt. Und deswegen, ich bin kein Wissenschaftler, mir das nicht angeschaut, aber deswegen ist das ein bisschen Prozess. Das ist der Prozess, den kann man, muss man sich auch mal, kann man sich sehr involvierter Prozess. Und ich konzentriere mich sehr auf Biodiesel, wie ich gesagt habe. Mein Freund Peter kümmert sich um Biomethanol und ich möchte es mit euch teilen. Die Subprozesse ist, dass die Idee ist, dass man so selbst ständig autark sein kann wie möglich. Man kann die ganzen Prozesse destillieren. Man braucht ein destilliertes Wasser, sowohl bei Biodiesel, also Beta-Ethanol, also muss man. Man braucht eine Quelle davon. Man braucht, wenn man Ethanol produziert, dann kommt da destilliertes Wasser raus. Man braucht Enzyme, Hefen und Zuckern. Mein Freund importiert das aus Europa, aber ich denke, dass wir in Costa Rica sind, wäre es schön, wenn wir lokale Dinge bekommen könnten, die den gleichen Job machen. Das Gleiche war für die Chemikalien. Wenn wir die rauskriegen, dann ist es besser. Und Hitze. Und das ist echt mein Problem. Wenn man sich YouTube-Video anguckt von der Bioethanol-Destillation, wenn man in jedem Video sehen wird, ist, dass das Propan benutzt wird, um das anzuheizen. Da haben wir also jemanden, der weg von fossilen Brennstoffen will und in die Maus im Auto will und dabei und fossile Brennstoffe damit benutzt, um einen Biobrennstoff zu benutzen. Wir brauchen eine Hitzequelle, die Sinn macht. Glycerol kann man da benutzen, um dann einen weiteren Brennstoff benutzen. Herzustellen und sowas. Das wäre ideal. Also, moderne Autos, 96 und neuer. Alle modernen Benzinautos können auf Bioethanol und Biomethanol laufen, Minimum als Mixtur. Wenn nicht sogar so. Die Leistung ist darauf aber nicht optimiert. Nicht mal die Mischspritautos sind darauf optimiert.
Ja, also das bedeutet, dass da viel Arbeit gemacht werden muss, was Chip, um die Chips, um das darauf zu optimieren, auf die Bio oder die Chips zu reprogrammieren, um sie auf Biotreibstoffen zu funktionieren. Es gibt Software, die modifiziert werden muss. Ja. Wir schauen uns an, wie einfach oder schwierig das ist. Ältere Autos könnten auf Bioethanol laufen, aber es ist ein viel schwierigeres Problem, um die ECUs zu reprogrammieren, die Chips. Und es gab damals keine normalen Standards und oder allgemeinen Standards. Ich habe für mich selbst das ECU als alten GMC-Trucks neu geschrieben. Das war als OBD1 gelabelt. Also nicht, dass es ein echter Standard war, aber es war viel, viel Arbeit. sehr, sehr alte. Sehr alte Verbrennungsmotor. Fast alle alten Autos können modifiziert werden, also mechanisch modifiziert werden, um unter Bioethanol oder Biomethanol zu laufen. Man kann einen Dodge Dart aus 1969 zum Laufen bringen und man kann, ja, man muss da ein bisschen reinhacken und dann kann man das zum Laufen bringen. So, wie machen wir das? Also es soll natürlich möglichst günstig sein und klein und leicht zu bauen und zu verstehen, also und auch örtlich, dass die Rohstoffe für mich erreichbar sind, dass die Maschinen und Herstellungswege auch örtlich vorhanden sind und natürlich, dass das Ganze Open Source ist. Das ist eben meine Vision. Also wie soll es gehen in günstig? Vielleicht wisst ihr, dass sowas gibt. Viele gute Ideen, etwas wie Earthchips, eine Art unabhängiger Kosmos, der sein eigenes Essen anbaut, seine eigene Drainage macht und einfach ein völlig unabhängiger Kosmos ist. Und das ist eine ganz unglaubliche Idee. Und der Erfinder möchte das eigentlich als virale Idee machen, die sich über den ganzen Kosmos verteilt und soll aber $8,000 kosten, die Lizenz, um eben diese Baupläne zu bekommen. Also da nehme ich die Behauptung nicht ab, dass er das, das ist eigentlich nur schlechtes Gewissen besänftigen. Und also dann kann man eben, es ist einfach ein Ablasshandel, dass man sich mit 8000 eben sein Gewissen, dass man den Planeten kaputt geritten hat, sich davon erholen kann. Also nein, ich möchte es wirklich günstig, aber ich möchte es auch tatsächlich so klein, also so personennah, wie es irgendwie geht. Also Biodiesel natürlich, es lohnt sich auch schon in einer kleinen Menge herzustellen. Es ist ganz einfach, was du auch in der Garage machen kannst. Das ist also alles kein Problem. Methanol haben wir gesehen, ist eine größere Schwierigkeit, aber auch das fangen wir jetzt auch schon an, darüber zu arbeiten. Also und natürlich auch, wenn es klein und auf einem persönlichen, privatwirtschaftlichen Level bleibt, dann ist es auch natürlich ein kleineres Ziel, dass man eben sich nicht mit den größten Ölfirmen anlegt. Also die distribuierte Idee, genau wie das Internet, dass wir eben direkt bei den Leuten kaufen, die den Diesel produzieren, also eigene Netzwerke entstehen und dass ich mit den Herstellern selbst mit so einem Aufbau wäre es sehr schwierig, das irgendwann mal einzudämmen. Also wenn einfach alle damit anfangen, nach und nach. Die Bauweise sollte eben auch möglichst einfach sein, also ohne bestimmte Bauvorkenntnisse notwendig. Ich würde auch gern sehen, dass es Kits gibt, also richtige Bausätze und dass sich Leute gegenseitig helfen, andere ausbilden und dass das replizieren können. Also warum, wie ich schon gesagt hatte, ist es wichtig, Rohstoffe zu benutzen, die vor Ort vorhanden sind. Also nicht nur vom anderen Ende der Welt, wo sich fast was herkarren, sondern eben das zu nehmen, was dort ist, wo du bist. Und dasselbe gilt eigentlich auch für Maschinen und alle Herstellungs
also was man eben dafür braucht, es kommt auf den Herstellungsprozess an. Bei Methanol ist es natürlich komplexer, aber das sind natürlich Probleme, die wir einfach mit Technologie angehen. Und wir sehen zum Beispiel in Costa Rica, dass es da unglaublich viele, unglaublich erfolgreiche Fab Labs gibt. Also es sind echt junge Leute, die sich darum Gedanken machen, wie wir es günstiger mal machen können, komplexe Teile selbst zusammenbauen. Und Open Source. Also wir wissen ja schon, warum das alles eine gute Sache ist. Es ist auch widerstandsfähig, was ökonomische Veränderungen angeht, oder es ist auch rechtlich dann abgesichert und kann sich auch selbst vervielfältigen, also kann auch über sich hinaus wachsen. Und also es gibt bereits Ideen, die eben all diese Bedürfnisse erfüllen, die ich eben erwähnt habe, auch diese örtliche Gebundenheit, aber die sind dann dennoch nicht Open Source. Und ich sage das hier nochmal besonders betont, denn das ist eben genau der Ort, an dem wir ansetzen müssen. UtahDieselSupply.com, das sind zwar offene Pläne, aber es ist trotzdem noch eine Lizenzgebühr, also zwischen 1.000, je nachdem, bis $10,000, um eben das in der Form nachzubauen. Das ist so ein Biodieselreaktor. Da gibt es einfach nur ein paar Rohre und eben den Tank und voilà. Und das ist das, was wir hier sehen. Und das ist dann eben eine Stufe, noch ein Level höher, also wenn man einfach noch wesentlich mehr Speicher Platz hat und solche Trommeln, Tonnen gibt es eben, mit ein bisschen Lötkunst, dann war es das eigentlich schon. Also ein großer Propantank wie hier auf dem Bild, die sind natürlich hoch durchreguliert und haben eine bestimmte Zeit, in der sie gewartet werden, und wenn sie die Zeit eben vorbei ist, dann stehen sie irgendwo hin und verrosten. Und wenn man da irgendwie drankommen kann, dann kann man die auch immer noch nutzen und dann kann man also wesentlich größere Mengen pro Tag auch produzieren. Also für das Bioethanol-Klein, für das Kraftwerk, ein Freund von mir in Costa Rica, das hat ihn 275.000, also US-Dollar, gekostet an Einrichtungen. Das ist natürlich deutlich mehr als das, was mir vorschwebt, einfach, dass es für jeden erschwinglich ist. Da würde die Kosten natürlich noch deutlich runtergehen müssen. So, was man vorne sieht, ist die Mahlanlage für die Biomasse, für tatsächlich wie auch aus einer Küchenmaschine. Und das kommt aus einer Zuckerrohrfabrik, die eben die zuckerreichen Abfälle abgreifen können und das eigentlich die beste Grundlage ist, um das Tier weiter zu kochen und zu fermentieren. Natürlich, wo man das Feuer sieht, ist die Distille. Und da wird eben Bioethanol direkt produziert. Das ist die Testanlage. Also unsere Rolle als Hacker ist eben kreieren, also was ermöglichen und erleichtern, aber auch militant vorantragen. Und das sind Punkte, die ich nochmal kurz erklären will. Creation, also Herstellung oder Ideen. Auch wir brauchen die Ideen und wirklich die Baupläne, die Software und auch die Abläufe müssen wir wissen können und auch dieses Wissen in Modulen verteilen und einfach auf das Wesentliche reduzieren. Vereinfachen oder da geht es darum, die Materialien da bereitzuhalten, wo sie nötig sind, auch Netzwerke zu unterstützen, die Chips neu zu programmieren und zum Beispiel auch Kits zu verteilen. Oder diese erstmal herzustellen. Natürlich auch der Austausch und Training und der Spaßfaktor daran.
Militate, was meine ich damit? Sagt all euren Freunden, sie sollen irgendwie mitmachen und eben diese lokalen Cluster bilden. In der Antike war es eben so, dass alle auf einen Haufen zusammen mussten kommen, wenn sie in den Krieg geschickt werden sollten. Und dann haben sie alle ins Trainingslager und wurden völlig unvorbereitet ins Lager geschickt. Aber was die Römer herausgefunden haben, war, dass sie mit 6 Soldaten in einem Dorf, das schon der vorderste mit dem Speer, und sie einfach in einer Reihe hintereinander weg. Und wenn die sich dann, sie haben sich von vornherein in Reihe hintereinander gänsemarschartig aufgestellt und sind dann einfach miteinander zusammengelaufen. Und das war eine absolut gut geölte militärische Maschine. Und das ist eben dieselbe Idee oder analog, das wollen wir auch machen. Gott kommt aus allen Ecken und findet euch mit Leuten zusammen, die verschiedene Aufgaben erfüllen. Der die Chemie übernimmt, eine, die Treibstoffe übernimmt und so weiter. Und macht auch tatsächlich Lobbyarbeit und Kampagnen, Promotion-Arbeit für das, was ihr eben macht. Das denke ich wirklich, dass die Revolution vielleicht so aussehen könnte. Rehabilitieren. Wir wollen das Kapital und die Ressourcen allen wieder zurückgeben und wieder der und wenn wir einmal schon mal dort anfangen, dann werden die auch mitziehen müssen. Also lass uns das mal machen. Die Idee, dass man was zurückgibt, also das kommt aus der Permakultur, also teil dein Wissen und pay it forward, also gib einen Vertrauensvorschuss. Also der Plan, mein Plan von heute ist erstmal einen tatsächlichen Labor einzurichten, das auf einem experimentellen Level. Ich würde das gerne auch in Costa Rica betreiben, dass auch bestimmte Pflanzenarten auf ihre Eignung prototypisiert werden und haben auch unterschiedliche Arten modifiziert. Da haben wir auch schon eben ein bisschen Forschung an selbst betrieben und uns erkundigt. Und das kann man eben in Costa Rica gut machen und das ist ein guter Anfangspunkt. Wir finden immer Leute, die sich aus unterschiedlichen Expertengruppen zusammentun, also Biomasse, Bauteile zusammenbauen, also wirkliche Fab Labs, die wirkliche Automotive, das Wissen um die Bauteile und unterschiedliche Qualitäten eben zusammenzubringen. Nur noch was zum Rechtlichen. Wo auch immer ihr herkommt, kann ich natürlich nichts zu sagen, aber zu Neuseeland und in den USA ist es eine relativ geradlinige Sache oder da muss man sich einfach nur bei der Regierung um eine Lizenz bemühen und irgendwann bekommt man halt einen Brief in halt ein paar Wochen und es normalerweise wird es bewilligt. Also für die Öko-Freundlichkeit, also ist es vielleicht auch ähnlich wie in Deutschland, insofern hoffen wir, dass auch da von politischer Seite diese Möglichkeit immer erlaubt bleiben wird. Und wenn ihr mehr über die Situation in euren jeweiligen Ländern wisst, bitte lasst mich das auch gerne wissen und ich würde auch diese Informationen länderweise gern zusammentragen. Und wir haben auch noch Zeit für Fragen. Also es gibt noch Zeit für Fragen. Also in Deutschland ist es halt kein Problem, mit Rapsöl sein Auto zu betreiben. Da gab es zwar Preisanfändungen, aber auch selbst mit dem BMW bin ich schon vor Jahren damit rumgefahren. Die wurden aber nur bis 99 gebaut. There are some drawbacks because you need to completely redo all the ceilings with the ejection pump and you need to heat the roof because otherwise it will break the ejection pump.
Also es geht darum, wie man denn die Einspritzpumpe von, auch von einem alten Motor weiterhin auf möbelt. Fahren mit Salatöl.de Also beim alten Benz hat es wohl was mit der Lage der Einspritzpumpe zu tun, dass die eigentlich dafür ganz gut geeignet sind, um mit eben Salatöl praktisch zu betrieben werden. Also benutzt einfach die alten Autos. Any other questions? I think where I'm from, the Netherlands, from Bonnetal, we can't drive on biofuels. Ja, in Holland, in den Niederlanden dürfen wir das nicht, weil die Regierung das nicht ermutigt. Und danke an Gustav, vielen Dank für den Talk. Einmal bitte Applaus.